Materials World, der Podcast des ZFM. Ich heiße Lisa Schmidt und mich fasziniert, dass man aus unserer Atemluft etwas herstellen kann, das Wunden heilt. Mein Name ist Markus Thoma. Mich fasziniert die Physik und insbesondere das Weltall. Und das Weltall besteht zu 99% aus Plasmen. Und daran forsche ich zusammen mit meinen Mitarbeitern. Hallo und willkommen zum Podcast Materials World, der Podcast des ZFM. Heute zum Thema Plasma. Plasma ist ein ganz besonderer Stoff oder besser ein ganz besonderer Zustand der Materie. Sozusagen neben fest, flüssig und gasförmig gibt es eben auch noch Plasma. Das sage ich hier mal ganz plakativ, das Nähere und wie man Plasma gewinnbringend in Medizin und Technik einsetzen kann. Dazu sprechen wir mit Alisa Schmidt, Doktorandin am 1. Physikalischen Institut der JLU. Hallo. Hallo. Und Professor Dr. Markus Thoma, Professor am 1. Physikalischen Institut der JLU. Dort leitet er die Arbeitsgruppe Atom, Plasma und Raumfahrtphysik. Hallo. Hallo. Und ich bin Martin Schäfer und führe durch das Programm. Doch zunächst haben wir etwas mitgebracht, ein Geräusch, ein Gerät, das wir zum Klingen bringen und das mit Plasma zu tun hat. Jetzt experimentieren wir mal damit. Vielleicht legen wir ein bisschen Musik drunter. Okay. Das ist das Geräusch, das wir hören, wenn wir mit einem Gerät ein Plasma erzeugen. Alisa Schmidt, was haben Sie da genau in der Hand gehabt? Das ist ein Plasmagerät, das wir von einer Firma eingekauft haben, TerraPlasma, das im medizinischen Zweck verwendet werden kann. Mhm. Also das heißt zum Beispiel von einem mobilen Pflegeteam oder in einem Krankenhaus zur Wundbehandlung. Das ist überraschend klein. Kann man mit so kleinen Geräten Plasma erzeugen? Ja. Herr Professor Thoma, was ist das eigentlich, ein Plasma? Ja, wie Sie schon richtig gesagt haben, das Plasma ist ein Zustand, der vierte Zustand der Materie. Es ist ein ionisiertes Gas, das heißt ein Gas, bei dem die Atome und Moleküle ihre Elektronen verloren haben. Das passiert durch Energiezufuhr. Wir haben die Zustände der festen Materie, zum Beispiel Eis. Wir haben flüssige Materie, Wasser in flüssiger Form. Wir haben gasförmige Materie, das ist eben Wasserdampf zum Beispiel. Aber es gibt auch noch einen vierten Zustand und das ist eben der Plasmazustand. Von dem einen Zustand zum anderen kommt man durch Energiezufuhr, zum Beispiel indem man die Temperatur erhöht. Der Plasmazustand braucht sehr hohe Temperaturen, typischerweise mehrere tausend Grad. Man kann ihn aber auch mit elektrischen Feldern, sogenannten elektrischen Entladungen, erzeugen. Und das ist das, was wir gerade gehört haben, dieses Plasmagerät, das benutzt elektrische Felder oder auch durch Strahlung. Der Plasmazustand ist im Übrigen der Normalzustand im Universum. 99% der Materie im Universum liegen im Plasmazustand vor. Das sind die Sterne, aber auch die intergalaktischen und interstellaren Gase, die auch im Plasmazustand existieren. Zwischenfrage, gibt es nur ein Plasma oder ein Plasmatypus oder verschiedene Plasma, Plasmas, Plasmen, Plasmata? Ja, also das Plasma ist erstmal der Zustand, genauso wie der feste Zustand, aber es gibt natürlich ganz unterschiedliche Arten von Plasmen. Es gibt heiße Plasmen, es gibt kalte Plasmen. Heiße Plasmen zum Beispiel sind Blitze in der Natur oder aber auch die Sonne. Die Sonne ist ein riesiger Plasmaball mit 2×10^30 Kilogramm an Masse Plasma. Und auch auf der Erde versuchen wir, diese Sonne nachzustellen, um Energie zu erzeugen in sogenannten Fusionsreaktoren. Und auch da werden eben heiße Plasmen verwendet. Mhm. Für unsere Anwendung, gerade im medizinischen Bereich, dagegen sind die kalten Plasmen besonders interessant, weil man möchte ja den Patienten nicht verbrennen, sondern man möchte ihn möglichst schonend behandeln. Mhm. Und diese kalten Plasmen, die haben vielfältige technische Anwendungen heutzutage, aber auch eben in der Medizin. Das scheint auch mit Batterie zu funktionieren. Das funktioniert mit Batterie. In dem Fall ist es also ein Akku, die ist aufladbar, so ähnlich wie eine elektrische Zahnbürste. Mhm. Wo treten sonst noch Plasmas auf in Natur und Technik? Zum Beispiel schon die Flamme einer Kerze kann als Plasma bezeichnet werden oder auch ein
ein Nordlicht zum Beispiel. Mhm. Das sind verschiedene Arten von Plasmen, genau. Und im Labor kann man ein Plasma zum Beispiel erzeugen mit einem Trägergas oder wie wir jetzt einfach an der Luft. Offensichtlich kann man Plasma ja auch sehen. Ja. Wenn ich jetzt so auf eine Kerzenflamme schaue, was sehe ich denn da? Ja, also in Plasmen ist es so, wir haben hier ja freie Elektronen. Diese freien Elektronen stoßen mit den Atomen zusammen und den Molekülen, regen die dabei zum Leuchten an und das ist das Licht, das dabei emittiert wird und das wir sehen können. Diese Plasmen haben dann auch ganz charakteristische Farben, je nachdem aus welchem Material, aus welchem Element sie bestehen. Wir benutzen zum Beispiel typischerweise Argon oder Neon als Gas, aber wir können das Plasma eben auch an Luft zünden und das ist das, was wir für die medizinischen Anwendungen benutzen. Genau, denn zwischen dem Gerät und der, sagen wir, Hautoberfläche liegt ja Luft. Ja, genau. Ein Plasma hat ja viele besondere Eigenschaften. Welche dieser Eigenschaften oder was macht denn ein Plasma gerade für die Medizin interessant? Also in dem Plasma haben wir viele reaktive Stoffe, die einfach aus den Molekülen der Luft gebildet werden. Und diese haben verschiedene Effekte auf zum Beispiel Mikroorganismen wie Bakterien, Viren, Pilze, Sporen oder auch Biofilme. Und zwar inaktivieren diese reaktiven Spezies diese Keime oder Sporen, Bakterien, wie auch immer. Die haben viele verschiedene positive Eigenschaften auch auf unsere Zellen, die dazu führen, dass die Wundheilung vorangetrieben wird zum Beispiel. Mhm. Jetzt haben Sie ja jüngst auch eine Untersuchung zur Desinfektion von FFP3-Masken veröffentlicht. Genau. Was war der Anlass? Natürlich die Corona-Pandemie. So war es am Anfang der Corona-Pandemie auch so, dass besonders die verschiedenen Schutzmechanismen oder die verschiedenen Schutzkleidungen nicht verfügbar waren. Also es waren keine Masken da, es war keine Schutzkleidung da und das hat uns dazu motiviert, einfach zu schauen, okay, wenn wir an eine Maske gekommen sind, wie können wir sie dann wieder verwendbar machen? Deswegen haben wir überlegt, natürlich uns sind bekannt, dass Plasmen Bakterien inaktivieren, können wir das aber auf so einer Maske auch anwenden, mehrfach vielleicht, ohne dass die Maske zerstört wird. Und was haben Sie rausgefunden? Es geht. Und zwar ist es so, dass Mikroorganismen auf der Maske erfolgreich inaktiviert wurden, also auch auf der Maskenoberfläche, die ja schon eine Struktur hat. Und das sehr schnell. Bei Bakterien zum Beispiel ist das eine Sache von Minuten. Innerhalb von 5 Minuten können wir da um die 8 Millionen E. coli zum Beispiel inaktivieren auf der Maske. Bei Sporen dauert das ein bisschen länger, das haben wir auch gezeigt. Da sind wir so bei 30 Minuten etwa bei einer Inaktivierung oder einer Reduktion um 99,99%, was ja auch schon mal sehr gut ist. Und zur gleichen Zeit konnten wir durch Materialanalyse aber auch zeigen, dass das Maskenmaterial bis zu 5 Stunden ohne Probleme mit Plasma behandelt werden kann, dauerhaft. Also wir könnten die Maske mehrfach aufreinigen mit dem Plasma oder sterilisieren in dem Falle. Sie haben untersucht Bakterien, Sporen. Wie sah es aus mit Viren oder Viruspartikeln? Mit Viren können wir selbst bei uns im Labor hier nicht arbeiten. Mhm. Wir sind ja in der Physik und haben uns hier ein kleines Biolabor aufgebaut. Aber wir können nur in gewissen Bereichen der Schutzklasse arbeiten, im Bereich 1. Das heißt, alles, was irgendwie nicht krankheitserregend ist, können wir benutzen. Aber es wurde in der Literatur auch schon vielfach gezeigt, dass Viren auch durch Plasma inaktiviert werden, auch durch Kaltplasmen, wie wir sie verwenden. Mhm. Und dann können wir auch darauf schließen, dass das natürlich dann auch in dem Fall auf der Maske funktionieren würde. Okay. Wie sind Sie denn vorgegangen? Ich habe angefangen, erstmal mir kleine Proben aus der Maske zu schneiden natürlich, damit ich einen Probenträger habe, der immer gleich ist. Und dann macht man das so, dass man Bakterien oder Sporen kultiviert und diese auf die Maske aufbringt. In einer Flüssigkeit, in dem Fall ionisiertes Wasser, das natürlich steril ist, also keine anderen Keime enthält. Und dann wird dieser Tropfen getrocknet und dann mit Plasma behandelt. Und dann muss man schauen, dass man diese Bakterien oder diese Sporen natürlich wieder runterbekommt von der Maske. Das macht man in einem Ultraschallbad, löst sie wieder in einer Flüssigkeit. Und dann kann man diese Flüssigkeit danach analysieren, indem man sie auf einen Nährboden aufbringt und schaut, wie viele Bakterien wieder anwachsen, also überlebt haben. Und wie sieht die Plasmabehandlung aus, wie in der Mikrowelle? Also wir haben dafür eine Plasmakammer, die mit einer Oberflächenentladung funktioniert. Also man hat praktisch ein Gitter und eine Gegenelektrode, an die eine Hochspannung angelegt werden. Und in dem Zwischenbereich befindet sich ein Dielektrikum. Und an der Luft
wird dieses gezündet und erzeugt ein Plasma aus unserer Luft. Und in diesem geschlossenen Volumen der Kammer liegen meine Proben in einem Abstand von ungefähr 2 Zentimeter von dieser Elektrode. Und in dem Raum habe ich dann mein Plasma Afterglow, also die reaktiven Spezies, die durch das Plasma entstehen. Was hat Sie bei dem Ganzen überrascht? Also ich habe schon erwartet, dass es auf der Maske auf jeden Fall funktioniert. Mich hat überrascht, was wir nachgeschaut haben, dass man ziemlich genau feststellen konnte, was mit der Maske auch passiert. Also wir haben die Oberfläche mit verschiedenen Techniken analysiert nachher. Und man konnte ziemlich genau festlegen, dass das Material selbst jetzt nicht durch das Plasma beeinflusst wurde, aber dass mit der Zeit die Variable, die beeinflusst wurde, war die Durchlässigkeit der Maske und die kann man auf die elektrostatische Filterschicht in der Maske zurückbeziehen und dort konnte man feststellen, dass diese mit der Zeit beeinflusst wurde. Herr Thoma, wir sind ja hier in der Arbeitsgruppe für Atom-, Plasma- und Raumfahrtphysik. Wie ist denn dieses medizinische Thema in Ihre Arbeitsgruppe gekommen? Nun, ich muss dazu sagen, ich bin im Jahr 2013 hierher gekommen als Professor und war vorher am Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik in Garching. Mhm. Und dort habe ich mich auch schon mit Plasmen befasst, hauptsächlich mit sogenannten staubigen Plasmen. Das sind reine Grundlagenforschung. Wir haben dazu auch Untersuchungen gemacht in der Schwerelosigkeit, weil der Staub in den Plasmen nach unten fällt. Und wenn man das störungsfrei untersuchen möchte, dann muss man in die Schwerelosigkeit gehen. Und da haben wir Experimente gemacht in Parabelflügen, aber auch auf der Raumstation. Und die haben wir entwickelt. Und mein damaliger Chef, der hat sich auch gleichzeitig noch für medizinische Anwendungen interessiert und hat aus diesen Plasmaquellen die praktisch weiterentwickelt, die Idee des Plasmas übernommen, um es auf medizinische Anwendungen zu übertragen. Mhm. Er war da nicht der Erste, das haben andere vorher auch schon gemacht, aber er war der Erste, der dann auch klinische Studien zusammen mit Ärzten durchgeführt hat. Und die waren sehr erfolgreich. Es hat sich eben gezeigt, dass bei der Wundbehandlung, insbesondere von sogenannten chronischen Wunden, wie zum Beispiel beim diabetischen Fußsyndrom, eine deutliche Heilung durch das Plasma hervorgerufen werden kann. Das heißt, die Wunde wächst zu etwa 30% schneller zu und manche Wunden sind zugeheilt, die sonst nie zugeheilt wären. Das ist eine zusätzliche Behandlung, die Plasmabehandlung. Und wir haben hier auch schon solche Studien durchgeführt, auch hier in Lich, in der Nachbarstadt am Asklepios-Klinikum. Auf jeden Fall hat damals das Ganze begonnen mit der Plasmamedizin bei uns. Und als ich hierher gekommen bin im Jahr 2013, habe ich das mitgebracht. Ich habe auch Apparaturen mitgebracht vom Max-Planck-Institut. Und wir haben da eine Arbeitsgruppe aufgebaut. Und Alisa war auch eine meiner ersten Bachelor-Studentinnen, die da sich mit diesem Thema befasst hat. Und seitdem sind wir recht da umtriebig und es ist so, dass wir in erster Linie eigentlich Plasmasterilisation untersuchen. Das heißt nicht unbedingt Wundheilung, sondern ob wir damit auch zum Beispiel empfindliche Oberflächen sterilisieren können. Das ist nicht der große Vorteil von Plasma, dass es auch empfindliche Oberflächen, zum Beispiel eben Haut, aber auch andere empfindliche Oberflächen, zum Beispiel HNO-Endoskope oder so etwas, damit desinfiziert werden kann. Mhm. Also das Plasma hat viele Vorteile. Zum Beispiel, dass es multiresistente Keime auch abtötet. Es unterscheidet nicht zwischen normalen Keimen und multiresistenten Keimen. Es verschwindet sofort, wenn man es ausschaltet. Es bleibt nichts übrig. Es gibt also keine Rückstände. Es ist sehr anwenderfreundlich. Es ist überhaupt schmerzfrei, komplett schmerzfrei, die Behandlung. Und wird von den Patienten sehr gut toleriert. Ein Schritt zurück. Wieso FFP3-Masken? Wir tragen ja gerade im Alltag noch die FFP2-Maske. Was ist denn der Unterschied und wieso die FFP3? Ja, das war bei uns eigentlich ein ziemlich praktisches Problem und zwar an was wir rankommen konnten, als es mit Corona losging. Aber die Ergebnisse sind natürlich übertragbar. Ja, also genau. Bei der FFP3-Maske ist es so, dass sie 99% aller Partikel unter 6 Mikrometer aus der Luft filtern muss. Und das ist sozusagen die untere Grenze, die diese Maske filtern muss. Und durch meine Langzeit-Plasma-Behandlung, die ging so über 15 Stunden, wurde dann ersichtlich, dass nach einer Dauerbehandlung von 5 Stunden die Durchlässigkeit bei 1% lag. Und bei längeren Behandlungszeiten, das waren dann die 15 Stunden, da hatten wir dann sogar schon 5% erreicht.
Das heißt, eine FFP3-Maske würde nicht mehr in dem Fall der DIN-Norm entsprechen, denn laut DIN-Norm muss diese Maske ja 99% aller Partikel dieser Größe filtern und das war dann nicht mehr gegeben in dem Falle. Genau, und wenn man jetzt eine FFP2-Maske hätte, dann müsste diese FFP2-Maske 94% der Partikel filtern, nicht 99, sondern nur 94. Diese Norm würde unsere ursprüngliche FFP3-Maske schon noch erfüllen nach 15 Stunden, aber es ist dann nicht 1:1 so übertragbar, weil die FFP2-Maske von Anfang an nicht so hoch filtert wie die FFP3-Maske. Mhm. Wobei heutzutage ist das ein Wegwerfprodukt geworden. Ne? Genau, aber jetzt wo sie wieder da sind, natürlich. Cool, welche Rolle spielt denn das ZFM in Ihren Forschungsvorhaben? Genau, also bei mir hat es ganz einfach da geholfen, dass ich mein Maskenmaterial untersuchen konnte. Also was wir bei uns jetzt machen können, ist das optisch anschauen. Die Maske hatte sich vielleicht ein wenig eingefärbt, aber auch nicht unbedingt, also das Maskenmaterial. Aber dann können wir noch mit dem Mikroskop uns das anschauen. Mit dem Mikroskop habe ich das auch angeschaut, mit einem Lasermikroskop. Da konnte man jetzt keine großen Veränderungen sehen, also es waren keine Risse vorhanden oder irgendwelche anderen großen Beeinflussungen. Und dann muss man natürlich mehr ins Detail gehen. Und dafür hat das ZFM dann sehr gut aushelfen können. Also ich konnte Kontaktwinkelmessungen von Flüssigkeiten durchführen, um auf die Oberflächenenergie zurückzuschließen. Oder auch XPS-Messungen machen könnten. Das ist Röntgen-Photonemissionsspektroskopie. Damit kann man genau analysieren, welche Moleküle sich auf der Oberfläche befinden, also der Oberfläche meines Materials, meines Festkörpers. Und damit kann man natürlich auch schauen, ob sich irgendwelche Plasmapartikel, irgendwelche Moleküle, die sich in dem Plasma vorher befunden haben, ob die sich auf meiner Maske angelagert haben und das Material dadurch verunreinigt haben zum Beispiel. Was ist denn für Sie, Frau Schmidt, persönlich spannend an dem Thema? Einfach auch die Anwendbarkeit, die vielfältige Anwendbarkeit eines Plasmas ist für mich besonders interessant, also die medizinische Anwendbarkeit oder auch, ich habe schon Projekte gemacht im Rahmen meiner Masterarbeit, wo man schaut, dass man das Plasma für die Raumfahrt zum Beispiel anwendbar machen kann. Also wenn man jetzt eine Sonde auf einen Planeten schickt, zum Beispiel den Mars, dann muss man schauen, dass die zum Beispiel keine Mikroorganismen der Erde mitbringt, wenn wir zum Beispiel auf dem Mars schauen wollen, ob wir da irgendwelche Rückstände von Leben finden können. Und dafür ist auch ein Plasma zum Beispiel interessant, weil die Sensortechnik wird immer besser, aber die Sterilisation ist eben sehr schwer, wenn man ganz empfindliche Materialien hat. Und da ist Plasma zum Beispiel auch ein Anwendbarkeitsbereich, der sehr interessant ist. Sind die Ionenstrahlantriebe von dem Herrn Klar auch Plasmaantriebe? Ja, das sind auch Plasmaantriebe. Da erzeugt man also in einer kleinen Plasmakammer ein Plasma, meistens aus Xenon, also einem Edelgas. Und am Ende der Plasmakammer hat man ein Extraktionsgitter und das legt man in Hochspannung an. Und die geladenen Xenon-Ionen werden dann beschleunigt auf etwa Geschwindigkeiten von 30, 40 Kilometer pro Sekunde, treten nach hinten aus und geben dem Raumfahrzeug dadurch Schub. Der Schub ist sehr, sehr klein, also der ist vergleichbar mit der Kraft, die ein Stück Papier etwa ausübt auf den Tisch. Aber im Weltraum hat man ja keinen Widerstand, weil dort Vakuum herrscht und selbst mit kleinen Schüben kann man über lange Zeit damit auch hohe Geschwindigkeiten erreichen oder es zum Beispiel einsetzen, um das Raumfahrzeug auszurichten, aber auch um von einem Orbit in den anderen zu kommen. Für so etwas wird es benutzt und hat in letzter Zeit immer mehr an Bedeutung gewonnen, weil man insbesondere mit diesen Raumfahrtantrieben Treibstoff sparen kann. Das liegt daran, dass die Austrittsgeschwindigkeit etwa 10-mal höher ist als bei chemischen Treibstoffen. Und das heißt, im Endeffekt, man spart an Treibstoff und das ist in der Raumfahrt ganz, ganz wichtig. Je mehr man an Masse einsparen kann, desto günstiger wird das ganze Projekt. Gut, jetzt gehen wir nochmal nach Lich. Also spannend fand ich ja, Sie gehen aus dem Physiklabor hinaus in die Klinik hinein. Wie kam es denn dazu? Was haben Sie gemacht, Frau Schmidt? Also das kam erstmal über Herrn Thoma, der hat da hier über private Kontakte, eben diesen Kontakt zu der Ärztin hergestellt oder sie hat praktisch nach uns gefragt, eher in die Richtung ging das. Ich habe dort mit der Ärztin Frau Nagy zusammengearbeitet, die ist selbst Chirurgin und hat sich auf Wundbehandlung spezialisiert und hat dann natürlich täglich gesehen, wie schwer solche Wunden verheilen und wollte einfach mal was anders machen, was anders denken, anders daran herangehen und hatte dann von Plasma gehört
Und ja, dann hatten wir dieses Gerät, was ich ja am Anfang gezeigt hatte, das haben wir schon angeschafft gehabt und haben uns dann gedacht, warum nicht? Die Corona-Pandemie hatte gerade begonnen und da war es ja auch immer mit Projekten ein bisschen schwierig, um zu schauen, was können wir jetzt machen. Man sollte am besten vielleicht nicht so viel im Labor machen und die Möglichkeit hatte ich dann, in die Klinik zu gehen. Und dann stand ich gleich morgens um 8 im OP sogar. So eine hartnäckige Wundheilung ist ja ein sehr komplizierter Prozess. Haben Sie da auch Erfolgserlebnisse durch Ihre Zusammenarbeit gehabt, dass Sie da mit dem Plasma irgendwie eine zusätzliche therapeutische Option entwickelt haben? Wir haben das Plasma als Add-on, also als zusätzliche Behandlung, verwendet. Mhm. Und Frau Nagy hat natürlich tagtäglich mit Wunden zu tun, die einfach nicht verheilen wollen. Und solche gestörten Wundheilungsverläufe haben wir mit dem Plasma dann behandelt. Das waren zum Beispiel OP-Narben, die nicht gut verheilt sind und schon länger da waren. Das heißt, die Ärztin hat das Gerät geführt oder Sie haben das Gerät geführt? Ich habe das Gerät auch teilweise geführt, okay. Ja. Wir haben uns da abgewechselt und haben geschaut. Wir hatten teilweise auch zwei Geräte in Benutzung und haben das auch bei größeren Wunden. Dieses Gerät hat ja nur einen gewissen Behandlungsbereich. Und haben dann auch zusammen die Patienten behandelt. Mhm. Ja. Es gibt ja einen ganz großen auch Tätigkeitsbereich der medizinischen Physik. Ist das auch ein Thema für Sie, dass Sie sich karrieremäßig in diesem Bereich entwickeln? Wie geht es jetzt mit oder nach der Promotion weiter? Da bin ich noch relativ offen, aber die medizinische Physik hat mich auch schon während meines Studiums interessiert. Mhm. Ja. Wobei da natürlich momentan eher der Bereich irgendwie in der Strahlenbehandlung liegt, den man so kennt. Herr Thoma, medizinische Anwendungen sind ja nicht alles bezogen auf das Plasma. Was gibt es da sonst noch? Ja, da haben Sie ganz recht. Also gerade in den letzten Jahren hat die Plasmatechnologie immer mehr an Bedeutung gewonnen. Kalte Plasmen werden eingesetzt, nicht nur in der Medizin und auch in der Grundlagenforschung, sondern eben auch zum Beispiel, um Oberflächen zu bearbeiten, also auch in den Materialwissenschaften. Man kann damit Oberflächen beschichten, man kann damit Oberflächen ätzen. Zum Beispiel werden Mikrochips heutzutage in Plasma-Ätzverfahren hergestellt. Das ist eine ganz, ganz wichtige Anwendung natürlich in den letzten Jahren, hat sich immer mehr verbreitet. Es gibt immer mehr Firmen, auch in Deutschland, die sich mit der Plasmatechnologie befassen. Zum Ausklang des Podcasts formulieren wir häufig Wünsche, was wir gern erfinden wollten oder würden. Jetzt haben Sie einen Wunsch frei. Was würden Sie als Materialwissenschaftlerin, als Materialwissenschaftler erfinden? Was fehlt in unserer Welt? Herr Thoma. Da gibt es jetzt viel, da muss ich erst mal drüber nachdenken. Ich ganz, bin eigentlich ganz spontan. Das Blöde ist bei mir, ich bin eigentlich theoretischer Physiker und somit bin an der Findung gar nicht so interessiert. Dann eher haben Sie aber den Überblick über das Ganze und wissen, wo ein Puzzlestein noch fehlt. Also eher an Entdeckungen. Es gibt so viele Fragestellungen, die sind so ungelöst in der Physik. Dazu gehört für mich insbesondere die dunkle Materie und die dunkle Energie. Ich habe vorhin gesagt, 99% der Materie im Universum bestehen aus Plasmen. Das ist aber nur die sichtbare Materie, die unsichtbare Materie, die dunkle Materie und dunkle Energie, davon haben wir überhaupt keine Ahnung, was das ist. Und das fasziniert mich. 95% des Universums, der Masse des Universums, verstehen wir nicht. Was fehlt? Wenn ich meinen Laboralltag betrachte, dann würde ich gerne etwas haben, was mir hilft, mit Bakterien zu kommunizieren. Denn die hören nicht immer so recht auf das, was man gerne von ihnen möchte. Das wäre sehr schön, wenn man wüsste, ob da jetzt irgendwie vielleicht eine Fremdkontamination reingekommen ist. Kann auch ruhig sein, dass man mal eine Messreihe 12 Stunden lang durchführt und am Ende, am nächsten Tag, wenn man sie auswertet, merkt man, oh, da lief was schief. Dann sind 12 Stunden Arbeit und viele Materialien umsonst gewesen. Und man fängt von vorne an. Und wenn ich jetzt größer denke, dann denke ich vielleicht an die Corona-Pandemie. Und es wäre schön, wenn es irgendwas geben würde, was verhindert, außer eine Maske, die das nur abschirmt, zum Beispiel, dass sich Krankheiten übertragen, vielleicht ein Implantat im Mund-Nasen-Raum, das verhindert, dass man Viren ausstößt. Okay. Und das war auch schon unser Podcast Materials World, der Podcast des ZFM. Ich bedanke mich bei unseren Gästen. Alisa Schmidt, Doktorandin am Ersten Physikalischen Institut. Viel Erfolg noch in Ihrer Promotion. Dankeschön. Und Professor Markus Thoma, Leiter der AG Atom, Plasma- und Raumfahrtphysik am Ersten Physikalischen Institut der JLU. Viel Erfolg für Ihre Forschung noch. Herzlichen Dank. Unseren Podcast findet ihr auf der Homepage des ZFM unter www.uni-gießen.de/ZFM oder auf verschiedenen Podcast-Plattformen im Internet, etwa Spotify und auch auf YouTube, dem Unikanal der Justus-Liebig-Universität.
Natürlich sind wir interessiert an euren Kommentaren, Feedback und Rückmeldungen. Am einfachsten an die E-Mail-Adresse info@lama.uni-gießen.de. So danke ich fürs Zuhören und Dranbleiben. An den Mikrofonen verabschieden sich Martin Schäfer, Alisa Schmidt, Markus Toba und an der Technik, also unserem Mischpult, wie immer bewährt Martin Güngerich. Materials World, der Podcast des ZFM. Achso Martin, das war auch schon die 10. Folge unseres Podcasts Materials World, der Podcast des ZFM. Darauf können wir doch stolz sein, oder? Ja, ich denke auch. Was kommt als nächstes? Welche Beiträge die organische Chemie hier im Zentrum für Materialforschung liefern kann zur Energiewende? Genau, und in der Pipeline haben wir mindestens noch 9 andere Themen, sage ich einfach mal so frei raus. Ja. Es lohnt sich also dran zu bleiben. Das denke ich auch.